Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Wir wollen uns zunächst mal zu Beginn den Taupunkt anschauen, denn es war ja in den vergangenen Tagen vor allem im Osten und im Süden und ist ja auch im Süden teilweise noch richtig, richtig schwül. Und der Taupunkt, der ist eben ein sehr gutes Maß, um die Schwüle sozusagen zu messen. Ab 16 Grad Taupunkt, da spricht man davon, dass es schwül ist. Ab 18 Grad ist es dann sehr drückend und ab 20 Grad Taupunkt, da kann man wirklich nur sagen, da sind schon Regenwaldverhältnisse, tropische Verhältnisse, da ist es einfach unglaublich schwül und da wird es dann eben auch den meisten doch sehr, sehr schwül vorkommen und unangenehm, obwohl natürlich das von Mensch zu Mensch noch ein bisschen unterschiedlich ist. Wie geht es denn weiter mit der Schwüle im Süden? Die hält sich ja da teilweise noch und da wird es am Samstag auch in Süddeutschland noch immer so ein bisschen schwül bleiben, am schwülsten so Richtung Alpen und wir gucken uns mal den Verlauf für Rosenheim an. Die blaue Linie zeigte den Verlauf des Taupunktes und da sehen wir, dass dann am Sonntag auch dort Entspannung angesagt ist. Da wird dann auch dort eben Richtung Alpenrand die Luft dann angenehmer. Wollen wir uns aber jetzt mal genau den Samstag zunächst anschauen. Und da wird es vor allem so im Norden und Nordwesten recht wechselhaftes Wetter geben. Immer mal wieder Schauer, die durchziehen. Auch so im westlichen Mittelgebirgsraum kann es mal länger anhaltend regnen. Und es sind eben auch hier und da einzelne und dann durchaus eben auch mal recht kräftige Schauer dabei. Und vielleicht auch mal mit Blitz und Donner, also dass auch mal ein Gewitter möglich ist. So große Unwetter werden das aber nicht sein. Und weiter nach Süden, da wird sich doch mehr die Sonne durchsetzen. Da bleibt es auch weitgehend trocken. Allerdings so Richtung Alpenrand, Südostbayern, da wo sich eben noch die schwülere Luft hält, da können eben auch noch mal einzelne Gewitter, durchaus Richtung Alpen auch mal kräftige Gewitter auftreten, vor allem so Richtung Nachmittag und Abend. Die Temperaturen dann recht unterschiedlich, wie es ja schon in den vergangenen Tagen war in Süddeutschland, dann meistens so zwischen 25, 27 Grad, also ziemlich sommerlich, nach Norden hin teilweise im Regen kaum 20 Grad, aber so mit sonnigen Abständen auch hier mal so 21 bis 23 Grad. Am Sonntag, da bleibt es eben im Nordwesten und im Norden dann recht wechselhaft, immer noch einzelne Schauer, die aber insgesamt seltener werden schon als am Samstag. Und dann eben weiter Richtung Süden, da dann mehr Sonnenschein und es bleibt eben auch weitgehend trocken. Die Kaltfront, die hängt dann eben an den Alpen. Hier wird es auch deutlich kühler werden als am Samstag und hier kann es eben auch mal längere Zeit dann noch regnen. Die Höchstwerte liegen meistens so deutschlandweit recht einheitlich, dann so zwischen 21 und 23 Grad. Am wärmsten wahrscheinlich so Richtung Niederbayern, Franken und am Oberrhein, da sind durchaus auch 24 Grad drin. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende, sage bis zum nächsten Video. Und ciao.